Hallo, ich möchte euch heute mein neues Testobjekt vorstellen, das Odys Prime Wind 10. Dabei handelt es sich um ein Convertible mit Windows 10. Wer es noch nicht weiß, ein Convertible ist nichts anderes als eine Mischung zwischen einem Notebook und einem Tablet, weil man dort halt eben die Tablet-Einheit abnehmen kann. Da steht so in direkter Konkurrenz zu dem Irulo Workbook W3, das hatte ich ja auch schon getestet. Viel Unterschied ist der jetzt erstmal von den technischen Daten nicht. Wie wir sehen, hier ist ein neuer Atomprozessor verbaut, der XSZ8350, sozusagen der Nachfolger von dem im Workbook W3 verbauten Z3745. Der Unterschied ist eigentlich nur 10% etwa höhere Leistungsfähigkeit und Taktfrequenz. Das wird man so beim alltäglichen Gebrauch nicht merken. Und die Fertigungsprozesse sind halt nochmal ein bisschen feiner geworden. Das heißt, dieser Prozessor ist in der 14-Nanometer-Technologie gefertigt worden. Dann haben wir Bluetooth 4.0, wir haben zwei Kameras, wahrscheinlich eher von mäßiger Qualität, ein 7000 mAh Akku, Lithium-Polymer-Akku, natürlich ein USB-Anschluss auch für ein entsprechendes Keyboard, 32 GB interner Flashspeicher und 2 GB RAM und nur ein HD-IPS-Display, wobei aber IPS dann wiederum für eine gute Blickwinkelstabilität steht. Ja, das machen wir jetzt einfach mal auf und schauen uns einfach mal an, was wir hier im Karton als Lieferumfang haben. So, den Karton habe ich jetzt hier schon geöffnet. Hier ist natürlich das Tablet gut geschützt mit so einer, dickeren Kunststoffeinlage, die flexibel ist, dann ist es jetzt auf dem ersten Eindruck recht schwer. Dann finden wir hier so eine kleine Kurzanleitung, wo die einzelnen Punkte bei diesem Convertible sich befinden, die Anschlüsse und aber wie halt üblich auch eine kleine Anleitung hier zu Windows, sogar auch in Deutsch der Teil hier oder ein Teil in Deutsch. Das ist nicht schlecht. Aber ich denke, wer mit Windows 10 schon mal gearbeitet hat, wird es nicht brauchen. Ich lege die jetzt mal beiseite. Dann natürlich auch noch ein Netzteil. Das Netzteil hat hier sogar, wie wir sehen, eine TÜV-GS, eine TÜV-Zulassung, TÜV-zertifiziert, TÜV Rheinland. Also da ist auf jeden Fall schon mal davon auszugehen, dass das nicht so ein billiges China-Netzteil ist, das gleich beim ersten Gebrauch abfackelt. Und mit 0,7 Ampere Stromabgabe kann halt hier dieser Akku geladen werden. Das heißt, bei 7000 mAh wird es also ungefähr 10 Stunden dauern, bis der Akku voll geladen ist, wenn er einmal ganz entleert war. Das Kabel ist auch recht lang hier. Ja, und beim Irulo Workbook W3 ist es ja so, dass man das Gerät auch über USB laden kann. Das werden wir uns hier natürlich auch anschauen, ob das möglich ist. Und ja, das erstmal zum Thema Lieferumfang. Also es ist, wie man sieht, hier recht kompakt und hat so eine gummierte Oberfläche, also es fühlt sich so gummiert an. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Dann, wenn man hier die seitliche Ansicht sich anguckt, also das sieht ja schon richtig toll aus, dass es hier so von diesem dicken Teil hier unten immer ein bisschen dünner wird, so ein bisschen schmäler. Ja, das finde ich ist ein schönes Designelement. Dann besitzt halt hier die verschiedenen Anschlüsse. Ja, da haben wir einmal hier den Kopfhöreranschluss, da ist das integrierte Mikrofon, da ist der Ladeanschluss, hier haben wir den, das ist dieser USB-Anschluss, wo wir noch gucken müssen, ob er auch zum Laden geeignet ist und hier nochmal ein HDMI-Anschluss, ein Micro-HDMI, glaube ich, und der Kartenslot, der befindet sich hier an der Seite, ein bisschen ungewöhnlich angebracht, aber sieht ja nicht schlecht aus, vor allen Dingen kann man die Karte dann hier so einfach einschieben, ohne dass man jetzt das Gerät so in die Hand nehmen muss, ja, weil man das halt sofort hier sieht, wo dieser Karteneinschub sich befindet. Hier ist halt dann noch die Kamera und das ist halt auch gut, wenn man es an einem externen Monitor betreibt, dass man halt hier so bestimmte Dinge wie laut und leise ein- und ausschalten direkt am Gerät vornehmen kann. Also man kann das quasi so stehen liegen lassen, ja, einfach so hinlegen
und einschalten, bis zu zugeklappten Display. Und mit einem externen Monitor auch gut betreiben. Ja, weil ich möchte das Gerät halt eben an meinem Fernseher betreiben, sozusagen als Ersatz für meine oder als Ergänzung zu meinem Amazon Fire TV, weil man da doch nicht alles mitmachen kann, weil das hat nämlich dann den Vorteil, dass man ja die über eine Bluetooth-Tastatur das Gerät so im eingeklappten Zustand bedienen kann. Lässt sich, wie gesagt, hier relativ einfach einschalten. Dann gucken wir mal weiter. Hier an der Seite sehen wir den USB-Port. Es ist scheinbar auch nur einer verbaut. Und hier nochmal dann auch die Lautsprecher, die beiden Stereo-Lautsprecher. Die sind ja bei dem Walkenburg W3 ein ziemlicher ja, Reinfall. Die klingen nicht toll. Ich bin mal gespannt, ob die hier besser klingen. Jetzt klappen wir das Gerät einfach mal auf und schauen uns mal dann an, wie es denn aussieht. Ja, so, hier ist so eine Schutzfolie für die Tastatur dabei. Und für die ganz, sage ich mal, Ahnungslosen auch hier nochmal beschriftet am Aufkleber, dass das natürlich hier keine dauerhafte Display-Schutzfolie ist. Die muss man vor dem ersten Benutzen entfernen. Das machen wir jetzt natürlich auch. Aber ich glaube, dafür wäre es ganz gut, das Gerät aus der Fassung, aus dem Dock rauszunehmen. Und jetzt haben wir das also auch. Und wie man sieht, hier der Docking-Mechanismus, funktioniert magnetisch. Also wir haben hier die Kontakte, die haben wir halt eben auch hier. Und dadurch zieht sich das sozusagen selbst in diese Fassung rein. Und damit man das halt eben auch exakt durchführen kann, sind hier nochmal zwei solche, ja, ich sag mal, länglichen Aussparungen enthalten, die dann quasi hier mit diesen Aussparungen, die sind hier übrigens, glaube ich, aus Metall oder Kunststoff. Fühlt sich mehr nach Kunststoff an. Wenn halt mit diesen dann verbunden, das heißt, man steckt es, ich versuche es mal irgendwie so zu zeigen. Ja, dass der Magnet wirkt also schon sehr schnell. Machen wir es mal auf die Art. So. Und dann ist es drin. Das ist nicht schlecht. Der Blickwinkel, beziehungsweise hier der Neigungswinkel, der ist ziemlich groß. Ja, also ich schätze mal, das sind bestimmt 120 Grad. Dann gucken wir uns mal die Tastatur an. Die hat also hier ja einen recht guten Druckpunkt. Also nicht die Tastatur, ich meine natürlich das Touchpad hier. Ja, das ist in Ordnung. Und die Tastatur, die fühlt sich auch so ganz gut an, wie bei allen Geräten. Wir haben auch hier, wenn wir ein bisschen fester drücken, sieht man also auch, das sind also auch keine, hier sieht keine großen Durchbiegungen dabei. Also die biegt sich kaum durch. Also die scheint wirklich hier metallverstärkt zu sein, die Tastatur. Denke ich mal, das würde auch das hohe Gewicht dann begründen. Natürlich hier vorne auch wieder eine Kamera. Klar. Okay, ja. Also vom Design her finde ich es, muss ich sagen, sehr gut gelungen. Gefällt mir sehr gut. Das Tablet selber ist jetzt nicht mehr so schwer. Ja, wenn man das nur alleine benutzt, kann man es, denke ich, auch ganz gut mal länger in der Hand halten. Dann kommt das so mit der Tastatur. Ist es schon recht schwer, wir haben keine scharfen Kanten. Ja, die Tastatur selber, die, wie gesagt, hat hier auch nochmal solche Anti-Rutschfüße, damit es also nicht auch wegrutschen kann, wenn es auf dem Boden steht. Und steht aber teilweise auch hier hinten auf dem Unterteil von dem Docking-Mechanismus. So, jetzt habe ich hier noch meine Waage dabei, dass wir einfach mal auch sehen, was bringt unser Tablet auf die Waage, weil vom Gefühl her, glaube ich, war es so 1,5 Kilo. Wenn wir es also hier drauflegen, tatsächlich sowas um 1130 Gramm hat es, doch weniger als ich dachte. Dann schauen wir mal jetzt, was es wiegt, wenn wir die Tablet-Einheit entfernen. So, Tablet-Einheit wiegt ungefähr 580 Gramm. Das geht eigentlich noch. Ja, jetzt schalten wir es einfach mal ein und das machen wir ja hier oben. Das sollte
das ich jetzt auch hier gleich einschalten. Das Display spiegelt übrigens ziemlich stark, das ist leider bei allen Geräten so. Da wird man wahrscheinlich kaum noch eins finden, was dieses Problem nicht hat. Also man kann hier wirklich das Fenster im Hintergrund super erkennen. Ja, deswegen versuche ich jetzt auch mal den Raum ein bisschen abzudunkeln. Jetzt kommen wir halt zu dem Einrichtungsdialog von Windows 10, wo man hier erstmal die Sprache sich aussuchen kann. Das ist schon soweit voreingestellt. Dann kommt natürlich die Lizenzbestimmung, die man annehmen muss, und kann auch gleich schon hier das passende WLAN aussuchen. Das mache ich jetzt auch mal. Dann kann man natürlich hier schnell einsteigen. Wer das will, kann das tun. Man sollte aber dann berücksichtigen, dass man dann halt eben diese ganzen Datenklau-Mechanismen von Microsoft nicht abschalten kann. Dafür gibt es allerdings auch eine Menge Tools, die man verwenden kann, die es halt eben auch ermöglichen, das Windows dann so zu konfigurieren, dass zum Beispiel die Sprachsuche Cortana und solche Dinge halt ausgeschaltet sind und man halt eben auch wirklich sichergestellt ist, dass dann Microsoft nicht an die persönlichen Daten und so weiter, Suchverläufe und was man halt so alles im Internet halt dann tut, übermittelt werden. Das ist nicht jedermanns Sache. Ja, das Anmelden. Hier werden wieder Daten gefordert, kann man ein Microsoft-Konto erstellen, man kann es aber auch lassen. In dem Fall sage ich überspringen und nehme ein lokales Konto. Auch ohne Kennwort, normalerweise sollte man natürlich dann Kennwort verwenden, mache ich jetzt nicht. Ja, das hat jetzt eine Weile gedauert, ein paar Minuten bei der ersten Anmeldung ist das halt immer so. Der Anmeldebildschirm, den man ja so kennt aus Windows 10, der ist jetzt da. Ja, wir testen jetzt auch einfach mal hier so verschiedene Sachen. Also was auf jeden Fall schon mal feststellbar ist, dass dieses Touchpad ganz gut reagiert. Ja, das der Touchscreen auch hier wirklich bis in die Ecken hinein scheinbar auch gut reagiert. Man kann also wirklich hier überall hin tippen und er erkennt also auch in den Ecken offensichtlich ganz gut, wenn man ihn berührt. Ich möchte jetzt natürlich gleich mal so ein bisschen was zu den grafischen Punkten sagen und würde einfach mal so ein Testvideo starten. So, ich habe jetzt hier mal ein kleines YouTube-Demo-Video gestartet, um mal so die Full-HD oder besser gesagt die HD-Qualität, Full-HD kann das Gerät ja nicht, mal darzustellen. Das Video läuft jetzt hier mit 1080p und wie wir sehen, ist hier die Blickwinkelstabilität, also von der Seite, von beiden Seiten sehr gut, also IPS-Panel typisch, hat eine sehr gute Blickwinkelstabilität, genauso hier von unten ist es auch sehr gut und auch von oben. Da gibt es nichts dran auszusetzen, da muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Das Display selber hat auch eine sehr homogene Ausleuchtung, knackscharfe Farben, also wirklich sehr gut von der Qualität. Also das ist alles andere als billig, muss man sagen. Also die Farben werden gut dargestellt. Das ist echt ein schönes Display, es gefällt mir sehr gut. Die Soundqualität, da kann man drüber streiten, diese kleinen Lautsprecher. Das erzeugt zwar einen akzeptablen Klang, mehr aber auch nicht. Also Musik würde ich damit nicht hören. Selbst einen Film zu schauen, halte ich für grenzwertig. Da müssten wir dann schon eher drüber nachdenken, sich Bluetooth-Lautsprecher oder sowas zuzulegen. Aber es ist okay. Also für den normalen, für die normale Benutzung jetzt oder so Systemklänge wiederzugeben, das sind die Lautsprecher, denke ich, von der Qualität her ausreichend. Und halt besonders gut, dass man da die Möglichkeit hat, hier das direkt auf der Rückseite zu steuern. Das finde ich besser als an der Seite. Ja, das zur Displayqualität. So, ich habe jetzt hier den Benchmark schon am Laufen von dem internen Flash-Laufwerk.
Und zum Vergleich auf meiner Webseite www.allyoucansurf.de den Testbericht vom Irulo Wolkenbock W3 aufgerufen. Und da kann man ganz schön sehen, dass also hier die Werte, die jetzt gerade hier im Benchmark durchlaufen, im sequentiellen Bereich liegen hier bei 139 bzw. 152. Und die sind hier mit 116 und 134 bei dem Irulo Wolkenbock doch ein bisschen schlechter. Ja, auch die Schreibwerte sind hier nochmal fast um 30% im sequentiellen Bereich höher als bis zu 30% als bei dem Irulo Wolkenbock W3. Also man kann also ganz klar sagen, hier, dass das Flechtlaufwerk von der Performance auf jeden Fall dem Laufwerk beim Irulo Wolkenbock W3 deutlich überlegen ist, muss man ganz klar sagen. Dann natürlich als nächstes würde ich gerne testen, wie die Geschwindigkeit von dem internen Kartenleser ist. Die war leider bei dem Wolkenbock W3 nicht so toll, weil der mit USB 2.0 intern angebunden war. Hier habe ich jetzt so eine Samsung Evo-Karte drin, die ist relativ flott, mindestens Class 10. Wenn ich die hier einstecke, wird die auch erkannt. Und hier werden wir jetzt einfach mal den Benchmark starten und dann auch mal die Werte vergleichen zu dem Wolkenbock W3 und schauen uns auch da wieder meinen Testbericht in meinem Blog an. So, der Benchmark ist jetzt durchgelaufen. Ich muss dazu sagen, ja, ich hatte hier mehrere Karten probiert mit dem Irulo Wolkenbock W3. Auch eine schnelle Class 10 U3 Karte, auch eine normale Class 10, auch diese Samsung hier, die ich gerade ausprobiert habe, die haben alle nicht mehr geschafft als die 2119 im sequentiellen Lesen und Schreiben. Und wenn man sich das hier anschaut, also bin ich wirklich total begeistert und überrascht. Hier bei diesem Test wird tatsächlich die volle Schreibgeschwindigkeit der Karte hier mit 73, 31, sogar teilweise bis 82, je nach Testverfahren, beim sequentiellen Lesen und Schreiben sogar bis zu 51 MB pro Sekunde erreicht. Also das ist traumhaft, muss ich fast schon sagen, weil alle Convertibles, die ich bisher hatte mit integrierten Kartenleser, haben es nicht geschafft, über diese 2219 hinauszukommen, weil die intern einfach so langsam angebunden waren. Und der Kartenleser scheint jetzt tatsächlich endlich als USB 3.0 Kartenleser angebunden zu sein. Vielleicht durch den neuen Chipsatz. Auf jeden Fall so werden endlich die Schreibraten erreicht, die die Karte tatsächlich hergibt. Und so macht so ein Kartenleser halt tatsächlich auch Sinn. Vorher meiner Meinung nach eigentlich sinnlos, zumindest nicht, wenn man die Verwendung mit schnellen Karten sich betrachtet. Ja, weil einfach mit einer ganz langsamen Karte ist es dann egal, ja, wenn er so langsam ist. Aber bei schnellen Karten, dann möchte man natürlich auch das Potenzial der Karte ausreizen. Und das kann dieses Notebook in dem Fall auf jeden Fall durch die USB 3.0 Anbindung des Kartenlesers. Jetzt kommen wir noch zu dem Punkt, wo ich auch einen Benchmark gemacht habe. Das ist hier der USB-Port mit einem USB 3.0 Stick. Das ist leider wieder sehr ernüchternd, weil, wie wir sehen, 40 lesen und 23 schreiben. Habe ich auf einem anderen Gerät mit einem USB 3.0 Anschluss, meinem Lenovo Helix, da habe ich fast 75 im Lesen und 50 im Schreiben gehabt. Also ich gehe mal davon aus, weil auch Standard-USB-Port auf dem Karton steht, dass es sich hier wohl nur um einen USB 2.0-Port handelt. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, ja, zumal ja wohl der Kartenleser intern per USB 3.0 angebunden ist, hätte man auch einen USB 3.0-Port nach außen führen können. Das gefällt mir nicht so. So, was wir ja noch probieren wollten, ist im Prinzip hier das Laden mit dem Netzteil und auch mit dem USB-Port. Also wenn ich jetzt hier das Kabel einstecke, dann leuchtet hier diese Lade-LED und man sieht da hier das Steckersymbol, dass also wirklich hier geladen wird. Und habe jetzt mal vergleichsweise probiert, was ja bei dem Irulo Wolkenbock W3 geht, ist halt hier über eine Powerbank oder über ein USB-Netzteil das Ganze zu laden. Und wenn ich das hier einstecke, dann die Powerbank einschalte, passiert leider gar nichts. Das heißt also, hier ist es nicht möglich, wie sonst bei dem Irulo Wolkenbock W3, über einen USB-Port hier zu laden. Das klappt nicht. Das finde ich ein bisschen schade eigentlich, weil so hätte man nämlich auch die Möglichkeit, unterwegs mit einer Powerbank das Gerät
weiter zu verwenden. Wobei es gibt natürlich spezielle Powerbänke, die auch andere Anschlüsse haben. Aber wie gesagt, das ist natürlich schade. Das heißt, dieser Port ist in dem Sinne dann eigentlich nicht zum Laden zu gebrauchen. Das ist leider nicht so schön. Ich bin soweit in Summe mit dem Odys Prime Win 10 Convertible sehr zufrieden. Was mir besonders gut gefällt, ist das Design. Also das ist ein sehr schlankes Design, auch hier mit der Verjüngung des Abstands. Also nach vorne hin und hinten ein bisschen dicker. Das gefällt mir sehr gut. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass der Kartenleser hier oben angebracht ist, so dass man den relativ einfach im zugeklappten Zustand einschieben kann. Und natürlich, was mir auch genauso gut gefällt, ist, dass der Kartenleser hier auch tatsächlich im Vergleich zu dem Irulo Wolkenburg W3 auch mit schnellen Karten was anfangen kann und die auch wirklich ausreizt. Genauso gut wie hier diese oben liegenden Bedienelemente in Verbindung mit einem externen Monitor kann man da halt eben auch das Gerät dann noch ein- und ausschalten. Die Lautsprecher, die könnten ein bisschen besser klingen, aber das ist leider bei Geräten in dieser Preis- und Größenklasse nicht anders zu erwarten. Apropos Größe, das Gewicht ist also jetzt hier ja mit 11, ich glaube, wir hatten 11,30 Gramm komplett und für die Tablet-Einheit, was ja doch wesentlich weniger, noch relativ leicht und akzeptabel. So kann man das Tablet alleine ganz gut in der Hand halten. Also es wiegt nicht mehr wie andere Geräte in dieser Kategorie. Die Verarbeitungsqualität ist sehr gut, finde ich. Auch dieser magnetische Docking-Mechanismus mit der Arretierung gefällt mir gut, funktioniert auch. Das Windows-Update lief auch sehr gut. Die Benchmarks haben eigentlich auch überzeugt. Das IPS-Panel hat eine sehr gute Blickwinkelstabilität in allen Richtungen. Nicht so toll finde ich auch, dass der USB-Port wohl offensichtlich kein USB 3.0-Port ist, sondern nur ein USB 2.0-Port, weil ja der Benchmark mit meinem USB 3.0-Stick gezeigt hat, dass halt hier eine niedrigere Schreib- und Leserate erreichbar war als an einem Gerät mit einem echten USB 3.0-Anschluss. Das ist, denke ich, eben zusammen mit dem Micro-USB-Port, mit dem man nicht laden kann, das Negative an dem Gerät, das einzig Negative, was ich daran erkennen kann. Ja, und ja, was soll man sonst noch dazu sagen? Ich denke mal, das ist eigentlich so das Wichtigste. Zusammengefasst kann also so auch dieses Odys Prime Win weiterempfehlen. Da kann man nichts mit falsch machen. Das ist natürlich jetzt kein Hochleistungsspiele. Convertible, das kann man wirklich nur verwenden für Büroarbeiten, auch mal einen Film drauf zu gucken, auch über einen externen Monitor, ja, im Netz zu surfen, ja, Briefe schreiben, E-Mails abrufen. Dafür ist es ein optimales Gerät, weil es auch sehr klein und praktisch ist und auch gut transportabel. Das Einzige, was mir halt wirklich nicht gefällt, das ist, dass man es nicht über den Micro-USB-Port aufladen kann. Das ist für mich der einzige Mangel oder Nachteil, den ich an dem Gerät sehe, aber ich denke, damit kann man auch leben. Und ja, ich hoffe, dass euch meine kleine Review hier oder schon fast größere Review gut gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich über Kommentare freuen. Kritik ist natürlich auch willkommen. Und hoffe auch besonders und würde mich freuen, wenn meine Rezension für euch hilfreich war. Und würde einfach an der Stelle sagen, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuschauen.